Arc Noir hat uns gerade auf eine wunderbare musikalische Reise mitgenommen. Herzlich willkommen beim Sound of Munich Now 2021. Wie war das Konzert für euch? Ja, erstmal auch danke, dass wir hier sein dürfen. Für uns war es sehr, sehr schön, hier zu spielen. Ein kurzes Vergnügen, irgendwie so 15 Minuten. Set macht man jetzt nicht allzu häufig, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr besonderes Setting hier auf diesem Kreis mit den Visuals und so. Also, ihr habt euch wohlgefühlt. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, wenn man euch zugesehen hat. Auf jeden Fall, ja. Euch gibt es ja seit 2015. Ihr nehmt ja nicht nur den Zuhörer mit auf eine Reise, seid ihr auch auf eine Reise. Wie habt ihr euch in den Jahren musikalisch weiterentwickelt? Also ich bin tatsächlich der Letzte, der zur Band gekommen ist, aber ich war schon bei der Entwicklung auch dabei. Es hat angefangen alles mit einem Abschlusskonzert von Robin und damals waren auch zum Beispiel Covers Teil des Repertoires, aber es hat sich sehr schnell nach eigener Musik bewegt und immer mehr elektronisch wurde das und weg vom, sag ich mal so, gewöhnlichen Jazz. Und wir haben uns vor allem klangästhetisch versucht auszubreiten und die Horizonten zu finden und die Grenzen, sage ich mal so. Und das haben wir aber immer noch nicht, glaube ich, gefunden. Wir sind immer auf der Suche, genau. Du hast es schon angesprochen, also ihr habt Ursprünge im Jazz, auch durch euer Studium, mischt es mit elektronischer Musik, jagt die Musik durch ganz, ganz viele Effektgeräte. Wie viel hattet ihr heute dabei? Unzählige, kann man nicht sagen, aber Moritz hatte ein paar neue bei seiner Pedalkette dabei. Ich glaube, jeder außer Marco hatte Effekte dabei. Wahrscheinlich waren es schon so 20 Stück oder so. Ja, mindestens. Es ist 14 allein beim Tillmann. Dann eher 85. Es ist ja seit Jahren in München eine Entwicklung zu sehen, dass ganz viele Bands, die ihren Ursprung im Jazz haben, auch in den Bereich Techno gehen. Woher kommt diese Entwicklung? Also Jazz Rausch Big Band, Moni Roscher Big Band, wenn man weitergeht, Occupenta, er ist ja auch quasi in die Elektrobereich gegangen. Woher kommt die Entwicklung? Also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt das jetzt nur Techno ist oder so. Ich glaube, dass wir halt einfach alle, ich weiß nicht, die Leute, die Jazz in den 40ern gemacht haben oder in den 50ern, da, die sind ja mit den Musicals und so weiter aufgewachsen oder das war halt die Musik, die halt umgeben hat. Und bei uns, ja, es gibt ja seit 1940 hat sich ja einiges getan und ich denke, ja, so Techno oder elektronische Musik oder auch Alternative Rock und so Sachen sind halt, glaube ich, Sachen, mit denen wir halt auch sozialisiert worden sind und deswegen kommt es, glaube ich, von alleine, dass wir das halt alle, also nicht nur wir, sondern auch die Bands, von denen du gesprochen hast, dass das mit in den Rucksack kommt, sozusagen, ja. Man kennt euch ja nicht nur als Band hier in München, sondern ihr seid ja auch Förderer von anderen Bands mit eurer Reihe Tunnel Visions. Wie habt ihr diese Rolle oder in diese Rolle gefunden? Also die Idee ist eigentlich entstanden zusammen mit unserem ersten Album, das ja auch so heißt, Tunnel Visions. Und wir hatten einfach Lust, sozusagen eine Bühne zu bauen für diese Art von Musik, also nicht nur für uns, sondern auch für andere Bands, die in dem Bereich unterwegs sind. Und das gab es einfach zu der Zeit in München nicht so wirklich. Also entweder ist es dann zu clubmäßig, wo man mit einer Band nicht spielen kann, oder dann zu jazzig in dem Sinne, dass die Musik jetzt nicht in den Club passt. Und dann kam so sehr schnell die Idee, lass uns was Eigenes machen, wo wir irgendwie eine Plattform haben, aber auch gleichzeitig so anderen Bands, die sich dafür interessieren, auch eine Bühne geben. Wir finden das Engagement auf jeden Fall super. Wir machen mit Sound of Munich Now ja etwas Ähnliches. Wir geben Münchner Bands die Bühne, das Forum. Ihr macht das jetzt in eurem Bereich. Die letzte Veranstaltung, wenn ich richtig informiert bin, war im Februar 2020. Das heißt, die Veranstaltung, aber auch ihr als Band, wurde von Corona ausgebremst. So kann man das sagen. Also es war wirklich kurz vor dem ersten Lockdown, wo wir die letzte Ausgabe hatten. Und
dann war erstmal klar, dass es so schnell nicht mehr stattfinden kann. Und es ist ja bis heute in so kleinen Indoor-Clubs im Prinzip nicht wirklich erlaubt, was zu machen. Deswegen war das jetzt so eine erzwungene Pause, leider. Aber wir hoffen, es geht irgendwie bald weiter, genau. Diese Hoffnung haben wir auch, weil zum einen wollen wir euch ganz, ganz bald wieder auf der Bühne sehen. Wir wollen natürlich auch, dass eure Reihe weitergeht, weil herzlichen Dank für euer Engagement, herzlichen Dank für eure Musik. Schön, dass ihr da seid und ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für die Einladung. Danke.